Ja, ihr willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Mann, es hat beschissenes Wetter. In der letzten Folge haben wir diesen Safari-Park hier gerettet, mehr oder weniger. Und Zito, diesen komischen Affenmann hier, geholfen. Ein sehr langer Part, ja, ich weiß. Und ich bin etwas unentschlossen, was ich als nächstes machen soll. Ich habe mal hier die Mission angelassen, wo meine Flagge ist müssen. Und lass mich noch mal ganz kurz gucken. Ich muss 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, warte mal. Abwehranlage, Safari Adventure, Bande Kili Kingdom, Dry Rock Gulch und Galactic Zone. So, ich mache das so. Ich werde, also nicht. Oh nein, hier wollte ich gar nicht runter. Boah. Ich will jeder Bande erst einmal eine Flagge hier einteilen, zugeben, zu sagen. Ich nix Deutsch können gut sprechen tun heute. Und zwar haben wir natürlich, was willst du? Hey Boss, können wir uns unterhalten? Aber na sicher. Natürlich. Was gibt's? Ich wollte nur sagen, Dass du mich die voll geil ganze Sache findest. mit Coulter. Wir haben ja schon drüber geredet, aber das könnte ja zwischen uns stehen, oder? Ich meine, ich habe mich gegen den Oberboss gewendet. Wer weiß, ob das nochmal passiert. Keine Sorge, Gage. Ich glaube, du würdest mich nicht verraten. Okay, gut. Du magst Also, mich. Coulter war ein Stück Scheiße. Das habe ich dir ganz klar gesagt. Aber das ging alles auf meine Kappe. Ich habe ihn überhaupt erst dazu gebracht, Oberboss zu werden. Und jetzt hast du das Gleiche mit mir gemacht. Ja, aber hör mir zu. Wohin Damals führt dachte das? ich, Coulter wäre der Richtige für uns. Groß, stark. Hat sich von keinem was gefallen lassen. Die Verdammt, die Hälfte davon trifft auf mich zu. respektiert. Und er hat mir zugehört. Ich habe ihm mit all meiner Erfahrung geholfen. Aber er war stur. Ließ sich den Scheiß zu Kopf steigen. Hatte sowas schon mal erlebt. Aber er war einer der Schlimmsten. Scheint, als wärst du recht intelligent. Du hättest doch selber die Führung übernehmen können. Nein, ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Mit den Jahren habe ich eins gelernt. Wenn man das Sagen hat, hat man auch die größte Zielscheibe auf dem Rücken. Ob eine Super. andere Bande dein zusammengekratztes Zeug stehlen will oder irgendeine Flasche denkt, sie hätte mehr drauf als der Boss. Es gibt immer und immer wieder Leute, die gegen dich arbeiten. Dieses Ziel will ich nicht sein. Aber wenn ich direkt Du bist so feige. stehen kann, der das Sagen hat, ist das okay für mich. Wenn er mir zuhört, Weil ich dann erschossen werde, oder was? für mich und die anderen gute Richtung lenken. Wenn du glaubst, ich lasse es zu, dass du mich heimlich lenkst. Komm schon, Boss. Ich meine es gerade wirklich ernst. Du bist nicht wie Coulter. Darauf will ich hinaus. Du bist nicht wie die anderen Raider, mit denen ich zu tun hatte. Ich bin ja auch kein Du bist Raider. ein verdammt guter Oberboss. Und es macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Ich meine nur, ich bin echt froh darüber, dass wir ein Team sind. Okay, scheiß drauf. Du weißt, worauf ich hinaus will. Gehen wir los. Ja, du liebst mich und Lass mich und ich bin der größte Mensch, den du je getroffen hast. So, boah, wie komme ich denn jetzt zu dem Ziel da hinten hin? Ich will jetzt eine Flagge hier platzieren, damit ich wenigstens eine Mission ja weg habe. Also die Schnauze. Ja, muss ich da wieder zum Baum aussehen? Hier habe ich alle Toastkreise und so erledigt, ne? Ja, da rutsche ich da so weit von unter. Alter. Lass mich. Boah. Hier geht's auch nicht so runter. Boah. Ja, lass mich raten. Muss ich damit hin? Muss ich das da oben? Muss ich hin? Muss ich hier rein? Nein, da. Da war's. Da. Das ist ja hier so, weiß ich nicht. Das ist ja hier voller Iltis und also was. Jetzt wenn wir halt hier diesen Holzköpfen hier geben. Habe ich jetzt nicht, wie die normal heißen.
So, Jünger, Unternehmer oder Rudel? Also ich kann noch nicht mal raus. Je mehr Gebiete du einer Bande gibst, desto mehr lassen sie dir durchgehen. Gib mal Trudel. Passt doch perfekt hierzu. Das ist eine umgekehrte Deutschlandflagge. Schwarz, Rot, Gold. Warte. Aber wir sind jetzt eine Quest schon mal abgeschlossen. Ist eigentlich vollkommen egal, welche Bande ich hier helfe. Würde sowieso irgendwie dazu, weil ich weiß nicht, nur eine irgendwie helfen kann, ne? Und ja, der Rest lehnt sich wahrscheinlich gegen mich auf oder irgendwie so weit. Irgendwo so eine Art wird bestimmt passieren. Und dann kommt hier, je nachdem für welche Bande ich mich entschieden habe, hier ein anderes Ende oder irgendwie so was. So, ich habe keinen Bock hier durchs Labyrinth zu gehen. Gehen wir irgendwo hin. Aber irgendwas anderes noch, was wir machen können. Ich habe hier irgendwie. Ach, da ist diese eine Mission. Ja, das lassen wir. Abfüllanlage muss ich auch noch jemanden zu. Machen wir das schnell. Ich muss ja, ich habe ja 5 Gebiete, die ich verteilen kann. Das heißt. Ich kann jeder Bande eingeben. Auf jeden Fall. Und dann, weiß ich nicht. Hat jeder schon mal eine? Dann gebe ich, weiß ich nicht, eine Bande, die ich bevorzuge, noch eine. Und dann, weiß ich nicht, noch irgendwelche, was ist jetzt schon wieder aufgetaucht? Nichts gemacht. So, erstmal tue ich jeden irgendwie ein Ding mir zuteilen, dann kann ja wohl nichts schief gehen, oder? Ich kann ja nicht irgendwie gleichmäßig verteilen, so wie ich das mitbekommen habe. Also ja. Mal so. Ach, das ist die Königin. Ich wollte schon sagen, was war das für ein riesiges Viech? So, ich muss da, glaube ich, ganz nach oben hin, ne? Aber ich auch schon. Ja. Eigentlich vollkommen egal, was hier los ist oder was für ein Ende hier kommt. Ich bin kein Fan von irgendwelchen von denen. Ich weiß noch nicht mal, wer die meisten hiervon sind. Hier. Ich glaube, die Jünger waren diese Typen, die weiß ich nicht. Die, oh cool. Ah, diese maskierten Typen, ne? Die sich irgendwie als die Guten so präsentieren. Wie hießen die anderen nochmal? Die irgendwie auf Geld aus sind oder Kronkorken. Will ich halt sehen. Gehen wir denen mal die Abfüllanlage. Da Unternehmer, genau. Ja, Unternehmer sind die, die so Kronkorken geil sind, ne? Ja, was für mich. Ich habe ja voll wenig Kronkorken. Boah. Und ja, Rudel sind ja halt die Brutalos. Die sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Gut, so, Kitty Kingdom. Ich habe schon beinahe alle Sachen hier. Und die Medaillen, was ist mit denen hier eigentlich? Die habe ich hier schon offscreen mal vor der Aufnahme nachgeguckt, wo ich hier auf der Karte hin muss, aber sehe ich irgendwie nichts. Ja. Red Rocket, gehen wir mal da oben in diesen Ort, den wir noch nicht erkundet haben. Ja, keine Ahnung, wo ich die Medaillen denn noch finden muss. Also die werden mir auf der Karte nicht angezeigt und die Orte, wo ich die suchen soll, habe ich auch noch nicht gefunden anscheinend. Weil ich will ein paar Quests hier mal loswerden. Ich kann doch nicht wahr sein, ich bin sowieso voll mit Quests. So, hier sind doch eine Menge Orte, die wir nicht gefunden haben. Doof, 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 doof. Boah, ich bin jetzt mit der Steuerung voll draußen, ne. Aha. Wo ist denn der? Ich hab das sogar. Egal. Der Affe, der sitzt, aber was ist das denn?
Schwert. Feuer entzünden, was? Was? Ich sag, das ist eine Anspielung auf irgendwas. Was so? Machen Sie den weg. Einfach mal ein Feuer hier angemacht. Okay. Das war merkwürdig. Da war er mal eher. Komme er und zeig mir, was hier abgeht. Brad Burton. Was ist Brad Burton? Der Gegner. Hi, bist du in er? Fahr weg. Ja, jetzt kommt wieder so ein Fetter. Mit dem Fernseher vielleicht ein bisschen leiser machen. Leiser, lauter. Hm. Was schon wieder mein Kollege? Also, ich werde wieder angefallen von allen Leuten. Mein Kollege ist wieder nicht da, wo ist er? Ich höre den. Ich glaube, Gage schlau drauf gehen. Gage, oder? Ja. Mein Gott, er wird voll verprügelt von denen. Hi. Wuff. Wurf. Yay. Ich weiß echt nicht, was das mal hier soll. Was ist das denn da vorne? So. Weil wir so eine Alien-Puppe oder irgendwie sowas. Und hier irgendwo rein. Irgendwie ein Gebäude, nicht hier so die Tür. Einfach nur so öffnen. Hi. Ja. Komm, ihr schon wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, das ist kein Sinn. Boah. Ich will mich doch ja nur umschauen. So, Rachel, stehst du darauf, wenn ich Sachen öffne, ne? Wow. Ja. Gage ist voll ein abgegangen. Boah. Hört man einfach nur so von beiden. Boah. Was ist denn hier los? Ah, Gentlemen. Wird Geld da sammeln, Mann. Ah. Oh mein Gott, ich kriege nicht. So. Was machst du denn da draußen wieder? Sind wir ein Gulien nicht wieder platt oder wie? Hat. Bist du jetzt umgefallen? Er tut aber die Gegner gut auf sich ziehen, habe ich so das Gefühl. Also irgendwas, da ist eine Kirche, da ist doch bestimmt wichtig, ne? Da ist doch bestimmt was Geiles. Soll ich irgendwie Leute, die Nuka-Cola anbeten? Es gibt Leute, die einen Atom anbieten, also warum kann ich hier nicht rein? I'm not amused. Ja, ab
geregelt, ey. Also wenn ich zu Gott bekehren will. Ich dachte, ich habe eine Werkbank oder so. Brad Burton. Brad und Burton. Burton und Brad. Zusammen sind sie Brad Burton. Hi. Ach. Ein paar kritische Dinger. Der zwei bekommen, was? Mein Gott. Wegen Dingens. Toten. Sensenmann Sprint, ne? Wenn ich jemanden töte, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, da Dinge zu füllen. Da ich jetzt 4 habe. War. Richtig geil. So. Ups. So. Ja, yeah. Kommt einfach auch nur random, oder? Irgendwie gar keinen Sinn, habe ich so ein Gefühl. Ja, wenn ihr Rachel, wer ist denn, ja, oder sie? Oh nee. Oh nee, da ist die eine, die dieser Magier hier gesucht hat. Ist die eine, nachdem dieser Oswald, der Grausame oder so, der abscheulich oder wie auch immer gesucht hat. Ja. Da frage ich mich, wenn ich das Holoband eher gefunden hätte, hätte ich das denen zeigen können wahrscheinlich, ne? So, hier, deine Olle, die ist schon längst tot und so, ne? Schade. Wir haben ja sowieso gesagt, er soll weggehen. Obwohl, er ist ja jetzt auf der Suche nach ihr, ne? Also er wird vergeblich nach ihr suchen. Du sollst nicht da hinten an visieren, ey. Ja, geil, wie ich so hier diesen aber so casually einfach Dinge. Kann sein, dass ich so schnell angreife. Ich glaube nicht, dass hier anders ist. Ich weiß nicht, wie der Part heißen wird. Hab Rachel gefunden. Da ist aber nichts mehr, habe ich so gefühlt. Nein, waren wir da schon? Ja, ich glaube schon. So, wir waren aber noch mehr Orte irgendwo da. Das ist ein Sumpf, lass da hingehen. Da ist ein Damm. Ja, Rückblick auf Fallout New Vegas. Der Staudamm. Wird Finale, aber. Ha. Finale. Es war langsam auch mal Zeit, das Projekt irgendwann zu beenden. So, was haben wir denn hier noch? Bayern. Nein.
Nein, nein, nein. Man tut er ihn so langsam schlagen. So einfach nur so Peaks machen. Wir geblieben. Ja. Boah, ich muss unbedingt ein anderes Schurkgewehr holen. Weil macht derbe Schaden. So ein Rückstoß. Gut, was haben wir neu hier? Gar nicht, warum ich hier nur alles untersuche. Ich kann nicht mehr sehr viel stärker werden. Die Sachen, die ich finde, werden mir jetzt auch nicht mehr so helfen. Die ganzen random Sachen. Das ist auch blöd an dem Spiel. Es gibt keine geskripteten Sachen. Das sind alles random meist. Jetzt um. Alter. Alter, warum treffe ich hier nichts? Also ich will die Babys durch die Gegend fliegen sehen. Ja, ich habe keine. Das war ein Home Run. Oh, du bist ein legendärer. Lange ist es her. Ich habe immer den Pack. Oh, was? Was ich mutieren konnte, habe ich ihn getötet. Schadenresistent beim Zielen. Hallo? Wo sind du schon wieder her? Let me introduce you to my little friend. Ne, warte. Wie ist denn nochmal Al Capone? Al Pacino, oder? Say hello to my little friend, warte mal. Jetzt schon möchtest vielleicht da ein bisschen weiter weggehen. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen weiter weggehen. Ja, wo ist denn der Kopf? Da, aber da, da. Ich glaube, ich habe mich selber getroffen, oder? So, jetzt erklär mir mal einer bitte, wie das Viech null Schaden abbekommen hat. Das mich eigentlich verarschen. Wachstum treiben. Ey. Die Logik von diesem Spiel. Ja, kann doch nicht wahr sein. Was, ich schieße mir den kritischen Treffer, die treffen immer. Und ich habe null Schaden reinzuballern. Was ist das denn? Also mal noch mal. So. Weh, du verwirrst schon wieder. Was zum Teufel? Wie? So. Oh mein Gott. Schon bei ganzen kleinen Viecher hier. Entschuldigung. Alter, wo sind die alle? Da. Bist euch. Ich wollte gar nicht ihn treffen, ey. Hey. Wieder so ein typischer heller Moment ist Let's Plays. Ich versuchte das Viech zu erledigen, aber bei meinen eigenen Kollegen getroffen. Story of my life. So, was mich stört, ist, dass die meisten Gebiete, die ich hier abgrase, nicht abgeschlossen werden. Und das regt mich auch auf.
gerne irgendwie so eine Nachricht, so, ja, du, hier gibt's nichts mehr, hau jetzt ab, du kannst weiter im Leben gehen. Aber nein. Wollte schon sagen, ich kann auch wohl noch hier drauf, oder? So. Ob ich hier weitergehen kann. Und da komme ich doch so weit von rüber. Aha. Geheimnis, Geheimnis. Hinweis, ein Hinweis. Ja, muss doch irgendeinen Grund haben, dass ich hier noch rüberlaufen kann. Ja, ich weiß, lass mich doch da ein. Ich sag nicht in der Mitte, dass ich da nicht weitergehen kann, weil sie mich verarschen. Autsch. Irgendwie random. So, jetzt sind wir schon wieder nicht abgeschlossen, ey. Was denn das? Da bin ich mir halt nur einer, tut die ganze Fauna hier sich auch mitbewegen. Das war doch vorher nicht so, oder? Dass hier jeder Ast, jeder Baum oder so bewegt. Boah. Noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann war es das hier für diesen Part, habe ich das Gefühl. Können wir noch mal, ob irgendein anderer Ort hier in der Nähe ist, nachschauen und sagen, schon mal auf den Weg machen. War ja nicht der Ort, der vorher auf der Karte war. Da, wie wäre es mit da? Ist da irgendwas? Gibt es allgemein irgendwie sehr wenige Orte zu erkunden? Die DLC wird gar nicht so lange, habe ich so Gefühl. Hab ich schon mal gesagt, ne, was ist das denn da auf der Karte? Also, mein Gott, das ist schon da hinten wieder. So, ups. Nochmal. So. Bin schon wieder fast überladen. So nebenbei. Ich hasse Krabben. Hier auf die, wie die Pest. Was zum Teufel? Was macht ihr da hinten? Wird das so eine Mission? Sieht aus, als würde davon abgehen. Gern geschehen. Wenn Lizzie dich fragt, ob du bei einem ihrer Tests mitmachen willst, tu es nicht. Was ist denn passiert? Alter. Der Test, was? Da sind ja alle Gegner des Spiels irgendwie, habe ich das Gefühl. So, eine Person hat überlebt. Muss die Autoreifen ab. Da war noch jemand. Der Test, zeigt mal. Ich hasse Mason, aber alle anderen. Was? Ach so. Er ist so einfach. Na klar. Er ist so. Ich habe eine Notiz aufgenommen. Arschloch. Sag ich dann immer. Sag mir, ich soll meine Grenzen kennen. Dabei will ich nur helfen. Wie zum Teufel soll ich mich beweisen, wenn ich den ganzen Tag auf Sklavenkäfige aufpassen muss? Ich ziehe mit einem eigenen Rudel los und wir erledigen eine Todeskralle. Mal sehen, was der Typ sagt, wenn ich ihm den Kopf auf den Tisch lege. Wer ist jetzt der Alpha? Wichser, kannst kaum erwarten. Was kannst du kaum erwarten? Was? Nichts. Wie lange hast du? Scheiße, verschwinde hier! Und das war's mit Waylon.
Gut, aber ich sagen 30 Minuten, was? Ich beende ein paar Tier. Wir schauen uns dann in der nächsten Folge wieder. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.